Terry, das siebte Mal, das siebte. Wahnsinn, 7000 Aufrufe, 7000. Boah, das müssen wir feiern. Hey, ich weiß was. Was? Ich weiß was. Was? Bei jedem Fahrvideo, was wir mir da sehen, müssen wir so viel saufen, wie es geht. Ha! Ja. Genau, da sind Licher drin halt. Sonst, wenn es regnet, wäre ja nur Wasser umfahren. Deckeln habe ich versucht zu beschauen, aber die findest du so schlecht. Ich habe da alles in so Bags drin, die wo wasserdicht sind und die kommen in die Boxen da rein. Bis auf vorn, da habe ich mein Brotzeit, Benzinkanister und Öl dabei. Und was ich jetzt unterm Fahren brauche. Da hinten noch eine Trinkflasche. Das war ja nicht der Bergl, was geschehen. Das ist mir egal. Ich bin gerade beim Brotzeit machen. Es gibt selber gefangen, die Schwärmerl. Ha. Oh. Ja, direkt zwei Storbeizerl, direkt von mir im Lager gestanden. Ich konnte nicht anders. Aber das geht. Schmackowatz. So. Ich hab ganz vergessen, euch was zum sagen. Die 4000 Kilometer werden nicht machbar sein. Weil ich bin jetzt bei 3029 Kilometer. Da mach ich ja 500 raus. Das wären 5000 Kilometer, wenn es so weitergeht. Alter Vater. Hammer. Ist das Hammer? Ey, das ist Hammer. So, Schelter so wieder ein bisschen eingerichtet. Das Bett liegt. Naja, es ist jetzt nicht so schön wie die anderen, aber es wird dicht sein. Und es passt, die Feuerstelle ist zu daneben. Ja, ich habe nur lange gefunden, es tut mir leid. Und ich habe keinen Sock dabei. Jetzt machen wir noch einen leckeren Tee und trinken noch ein Bierchen oder auch noch eine Zigarette und dann wird es heuer Bujo gehen.
jetzt hin. Der Tag war im Großen und Ganzen ganz okay. Bis zum Schluss ich die scheiß Schelter da noch gehabt habe. 3 Stück habe ich anfangen müssen. 3. Anfangbar. Ein Scheiß. Dann Zaun immer an. Und Viecher reinschmeißen. Ja. Aber sonst alles passt. Göteborg bin ich durchgefahren. Naja. Hat schon passt. Na denn, sehen wir uns morgen in alter Frische. Naja, geregnet hat es halt auch wieder. Wie jeden Tag. Es ist noch trocken. Aber es schaut schon wieder nach Regen aus. Heute geht's an den Strand. Zu Plan. Der längste Sandstrand Schwedens. Und der ist sogar befahrbar. Wahrscheinlich mit dem Roller auf Sand fahren kann. Aber jetzt erstmal einen Kaffee. So, morgen. Oh, da schaue ich schon wieder aus. Die ersten 40 Kilometer sind geschafft. Es läuft. Tanken wohl. Ja. So soll es sein, die ganze Zeit. So, Mahlzeit. So, 3 mit der Zone, wo ich jetzt bin. Also, der, was als erstes errat, der kriegt ein halbes Bier. Der, wo er mit mir trinken darf. Oder, er darf mir zuschauen, wie er Bier trinkt, ja? Also, wo wir jetzt sein? Und dann ist passiert. Ich habe meine scheiß Speicherkarten verloren. 2 Tage Filmmaterial weg. Ah, oh, war das kacke. Hab dann in dem Shelter übernacht und am nächsten Tag bin ich 120 Kilometer ins Inland gefahren zu einem Freund, um die scheiß Kupplung zu wechseln. Aber die hat nicht gepasst. Ja, da bin ich da übernacht geblieben in der Werkstatt und am nächsten Tag bin ich wieder die 120 Kilometer zurückgefahren. Habe nichts Besseres zum tun. An der Ost. Die Küste, bababababab, wütet ein Vulkan und ein kleiner Postroller kämpft gegen die Nord. Hey, was soll ich sagen? Hey, Schnauze voll. Echt.
Schnauze voll, da fahr ich zu einem Shelter hin. Und was ist das? Nicht gescheit beschrieben gewesen und alles. Hey, wo soll ich da schlafen? Auf einem Bredel oder was? Was auf einem Bredel? Echt? Mir gelangt schon ein, ich verdorben mit der scheiß Fähre. Da, das gelangt mir schon wieder. Eigentlich darf ich jetzt auf der Fähre drauf sitzen. Aber nein, ich hab mir doch von da. Ja, warum denn nicht? Ja, gerade bei dem Wetter, dass man ja richtig was unternehmen kann. Voll schön. Oh, Kacke. Bin schon wieder nass bis auf die Unterhosen. Das läuft da oben rein und sammelt sich pfützenmäßig unten bei mir im Schritt beim Roller. Ja. So, jetzt haben wir nur mehr uns rausgesucht. Boah. Ich bin voll schön. Voll schön. Also 11 Kilometer noch. Und dann hoffe ich, die Schelte ist ein bisschen besser. Und dann werde ich versuchen, irgendwie ein Lagerfeuer zu machen. Ich brauche ein Lagerfeuer. Ja, bei dem Wetter natürlich voll scheiße, ist eh klar. Aber Vicky wird das schon irgendwie hinkriegen. Hoffe ich. Scheiß auf den Ring, bei uns brennt trotzdem ein Feuer. Ja. Oh ja. Was soll ich sagen? Jetzt kam gerade ein kleiner Ast runter. Auf das Schelter. Also, ist jetzt nicht so groß. Also, ihr wisst, wie groß das ich bin. Aber er wird ja noch dicker. Hat die Schelter demoliert. Das war wie eine Bombe. Sorry, dass ich mich so spät metz. Ich sag noch eins. 30 Stunden Regen. 30 Stunden. Dauerregen. Ein super schöner Tag. Ich dachte mir, ich starte heute in der Früh gleich los, ab zur Fähre, weil ich habe gestern die Fähre gebucht. Von Malmö nach Lübeck-Travemünde. 9 Stunden. 10 Uhr geht's los. Um 19 Uhr bin ich da. Und dann wäre die Reise in Deutschland weitergegangen, aber ich stehe auf Dauerregen. Denk mal auch, die 25 Kilometer, die machst du jetzt und dann bist du in der warmen Fähre, gehst duschen, passt, fertig. Dann war ich am Fährterminal und dann habe ich gesehen, ich habe für morgen gebucht. Ich habe mich um den Tag vertan. Die Fix. Also. Was macht man bei einem Dauerregen? Man fährt Roller. Natürlich nicht mehr zum gleichen Shelter, sondern zum anderen, was 27 Kilometer weg war. In den Shelter gab es keine Möglichkeit zu schlafen. Auch schön. Und dann fahren wir ins nächste Shelter, ins dritte. Und dann habe ich endlich eins gefunden. Und jetzt sitze ich seit 10 Stunden. In dem scheiß Shelter. Und mir tut's Kreuz weh. Mir tut der Arsch weh. Das ist schlimmer wie Rollerfahren. Vor allem im Shelter festsitzen. Ja. Also Tagesablauf war super. Regen. Regen. Wind. Regen, Wind. Wind, Regen. Alle Klamotten nass. Alles zum Trocknen aufgehängt wieder. Das Handtuch ist mir in die Pfütze gefallen. Ja, voll schön. Da habe ich gestern mit den Händen gewaschen und über den Heizkörper getrocknet. Weil es mir sterben vorher Dreck. Nein, also es war ein Tag zum Kotzen. Aber im dritten Shelter habe ich jetzt zwei Leute kennengelernt. Eigentlich waren noch zwei Schwedinnen da, aber die sind dann gegangen. Jetzt passt, jetzt haben wir eine Feier gemacht. Zum Regnen hat es endlich nach, ich glaube, 30 Stunden, 29 oder 30 Stunden, hat es endlich einigermaßen aufgehört, der Wind ist noch da. Und jetzt hat, ist der andere Kollege gefahren. Und kaufen Bier.
Hey, ich glaube, es wird nur ein schöner Abend. Ich glaube, ich melde mich später nochmal. Ja, falls ich nicht von Bäumen erschlagen werde. Fähre geht trotzdem mit. Wird das hören? Ja, schauen wir mal. Es ist ein bisschen rauer See und es ist ein altes Schiff. Ja, da ist der Raucherbereich, da ist der Aschenbär, sehr gut. Ja. Ich will da vorne. Voll schön. Sauna ist vor kurzem gestern, ein Sauna, Alter. Das sauber wieder. Viel Spaß! Wisst ihr, was ich jetzt tue? Erstmal duschen. Mal da in die Sauna. Wie im Himmel. Oh, Scheiße, da wieder ein Kruzifix, Halleluja! Sein. Schaut euch das an. Ein Traum wird wahr. Morgen. Aufgewacht in den schönen Norden Deutschlands. Oh, ich habe gestern nicht mehr viel gefilmt. Gestern Abend, oder der Tag lief ab. 9 Stunden Fähre fahren. War nicht schön. Sehr langweilig. Das einzige Coole, was war auf der Fähre, war 2 Mal in der Sauna und habe 4 Mal geduscht. War auch voll geil. Aber bis ich erst einmal da hingekommen bin, erst einmal nicht mehr 1 Stunde im Regen gefahren. Fährbefahrt war super schönes Wetter. Und dann die letzten 80 Kilometer oder 75 hier, so ein Freund von mir, das waren dann nur mehr 1 Stunde Regen. Ich war komplett nass, weil ich zu faul war, die letzte Stunde mit den Regenkombi anzuziehen. Und jetzt bin ich endlich da. Und heute bleibt er mal stehen. Mein Freund hat sich freigenommen und hat gesagt, wir fahren mit dem Auto noch heute. Ja, das ist auch mal toll. Ich habe geschlafen bis um 9. Wahnsinn. Dann stehe ich um 5 auf. Und schauen wir, was der Tag heute bringt. Bis später. So, angekommen in Heiterbuch. Jetzt schauen wir uns mal die Sache an. So, Heiterbuch. Leider von Touris ganz schön überlaufen. Museum, ja, man kennt alles als Wikinger. Nur alles verrostetes Zeug drin. Aber so im Großen und Ganzen. Schön, muss man gesehen haben. Muss man gesehen haben. Gestern auf der Fähre ist mir noch was eingefallen. Ich muss noch eine Verlustmeldung sagen. Ich wollte eigentlich wieder umdrehen. Vielleicht fällt es euch auf. Was fehlt an meinem Roller?
Ich hab die Schwedenfahne verloren. Wenn sie einer findet. Hier. Da ich meine Fahne verloren habe, habe ich meinen Roller anders getunt. Geblümt. Also Deutsche Post wissen wir ja. Jetzt googelt's mal nach, was Liberty heißt auf Deutsch. So, Jungs. Irgendwas stimmt mit Postminieren nicht. Irgendein Problem hat er. Irgendwie mag er nicht mehr so. Jetzt kriegt er mal eine neue Zündkerzen. Und ich hoffe, dass das war. Ich hoffe, dass nur Zündkerzen ist, Alter. Ein Stück Seil. Na ja, gibt's halt mal die neue. Das ist die gute Kupplung, die mir nicht passt. Jetzt hoffe ich, dass nur das war zu fix. So, wieder da. Also die alte Zündkerzen. Ja, auf jeden Fall. Schön schaut es nicht aus. Also wirklich nicht schön. Ich wirf's den Müll einmal. Und ich hoffe, das war's jetzt halt. Ja, also ich mag jetzt da nicht irgendwie noch Kacke. Ich glaube, dass das von dem ganzen Ring kommt, dass das so ausgeschaut hat. Ich hoffe, wenn ich am Wasser kühlten hätte, dann glaube ich, war das ein Zylinderkopf schon. Ich hoffe nicht. Ich meine Irre ist wieder da. Ja, was soll ich sagen? Das Problem mit dem Roller. Ist einfach keins mehr. Es war die abgefuckte Zündkerze. Also ungefähr circa nach, keine Ahnung, 3800, vielleicht habe ich ja noch meine 4000, muss ich mal nachrechnen, sollte man Zündkerzen wechseln. Ja, ist einfach nur mal so ein Tipp am Rande: für längere Touren Zündkerzen mitnehmen. Gut, dass ich da rein dabei habe. Ich bin ein bisschen von der Straße weggefahren. Jetzt 160 Kilometer geschafft. Das ist, keine Ahnung, kurz vor 3, glaube ich. Mal schauen, vielleicht mache ich noch 100. Mal schauen, aber jetzt gibt es erst einmal Brotzeit. Ja. Brotzeit! Und dann haben wir fleißig was eingepackt, aber wer soll denn das alles essen? So ein Ohrfilet und da ist nur mehr so ein Filet drin, da ist nur mehr ein Lachs oder so und da ist ein Kilo Fleisch. Grillt wo gehst du denn? Aus ist! Oh, lecker, gute 200 Kilometer weiter.
Boah, ey, wer tut der Arsch weg? Ich wohne mich da nie dran. Aber es wird wärmer. Und es hat mich bis heute noch nicht angeregt. Ey, wenn es so bleibt, ich werde jetzt ungefähr noch 80 Kilometer, 50, 80 Kilometer runterreißen und dann soll ich meinen Campingplatz und dann melde ich mich nochmal. Okay, mein Campingplatz. Bei 304, 303 oder 304 Kilometer gefahren, muss ich noch nicht mehr genau nachschauen. Zelt aufgebaut, ein super schöner Platz mit Planschbecken. Da werden auch noch einige. Kupplung ist so wirklich kacke. Ich hoffe, ich schaff's noch. Bitte nicht husten.